Bonjour bis Sommer. Wer im Elsass gern Kabarett hat, kennt wahrscheinlich Bobbelstub von Barstedt. Unter der Leitung von Roland Kiefer, wo man nämlich vorstellen brüche, tritt die lustige Truppe wieder auf mit einem neuen Spektakel, wo Dorisch gezogen heisst. Wir sind bei der letzten Probe dabei gewesen. Von allem, wo wir reden, was im Leben so passiert, in der Bobbelstub. Seit der Ferienjahr sind sie nämlich auf der Bühne gewesen, unter anderem wegen Corona. Wegen dem hat Mitglieder von der Truppe von der Bobbelstub den Titel «Dorisch gezogen» choisiert für die neue Revue. Der Mann hinter dem Sketch, das ist der Roland Kiefer, ein bekanntes Gesicht vom Elsässer Kabarett. Jeder ist im Spektakel drin. Vergessen nicht. Ich weiß, wie viele Personen vorne im Saal sitzen. Also, wenn wir das noch gut sind, dann wissen, dass sie alles aufschreiben, wenn wir nicht gut sind. Dann sehe ich gut. Hä? Geil? Ja, Chef! Die Amateur-Schauspieler müssen dabei bleiben, denn sie treten 2 Stunden lang auf mit 18 Sketchen, die vom Alltäglichen handeln. Nur keine Politik. Du müsstest schon etwas gelehrt haben in diesen Ferienjahr. Ja, hör ich. Was ist schneller? Das Licht oder der Schall? Das Licht oder der Schall? Ist das so in der Schall? Falsch, falsch! Das Licht ist viel schneller als der Schall! Und weisst du, warum was man den Blitz zuerst sieht und dann erst das Rummeln hört? Weil wie da mehr vorne sitzt als wie oben? Ja, du Pimpeles! Für Eberlo zu bringen ist schwer. Das heisst nicht, wenn du einen Witz erzählst und eine lacht Person. Nein, es ist nicht allein der Witz, es ist nicht allein der Text, es ist halt Spielerei. Und durch die Spielerei, das ist schrecklich für mich. Da lege ich viel, viel Wert drauf. Ich bin ein bisschen ein Typ für das. Und da müssen sie halt genau sitzen. Wenn ihr etwas will bestellen, rufen wir gerade Garçon, s'il vous plaît. Ja, wie gehen wir dann an? Hängen aus! Sonst kennen ihr mich ja nicht drauf. Ich halte mich für eine Tolle. Garçon! Für mich Kabarett, das ist Schwung. Da ist Rhythmus und ehrlich gesagt, 2 Stunden Kabarett spielen. Am Ende sind wir fix und fertig. Es ist viel Rhythmus und man muss richtig an der Bolle bleiben. Alle hopp, hopp, hopp! Ein bisschen schneller! Herr! Prennt doch eher mehr nicht so ein Tor, hä? Ach, sollt ihr bitte bewegen? Unter den 9 Schauspielern von der Truppe sind 3 neue dabei. Manche sind zum ersten Mal auf der Bühne. Wer die Idee hat, Kit, die Kabaretttruppe zu gründen, das ist der Präsident, der Patrick Dussmann, vor 7 Jahren. Jetzt wirst du so richtig anlösen. Mich? Ja, sollten wir uns nie kennen. Ja, von vorher? Nein, ich bin von früher schon. Von früher? Sicher nicht. Darf ich mich vorstellen? Ja. Merci vielmals. Die Eltern haben mich immer mitgenommen. Sie haben mir Löhe und das hat mir immer gefallen, von kleinem schon. An Elsässisches Theater kann man in der Gönze im Umkreis im Korachspark. Und ich wollte besonders viel machen und habe es ein bisschen professionell machen. Dann habe ich den Roland Kiefer gekritzt und dann sind wir einig geworden miteinander. Die 2 ziehen ihre Gläder an und gehen hin und ich sitze. Ich gut, bin gut gewesen. Und manchmal ist es dicke Luft, wenn wir nicht gut sind. Und manchmal, wenn es der Chef gelegt ist, geht es besser. Also muss der Chef gelegt sein? Ja, ich hoffe es. Wenn ich in den Schnau das Mittel einspritze, aus den 3 Tagen, ist sie positiv, wenn ich aber in den Schnur das Mittel spritze. Und sie haben die Zunge raus, ist sie negativ. Da hockt sie! Wo? Bei dieser Frau hier, auf dem Kopf. Auf Elsässisch kann man Dinge sagen, wie man gar nicht auf Französisch kann übersetzen kann. Es gibt nicht dasselbe, wenn man es auf Französisch übersetzt, als wenn man es auf Elsässisch sagt. Die Revue auf Elsässisch von der Bobbelstub ist bis am 29. Jänner in Barstedt zu entdecken. Sie bobbelt
auch gern und macht gern Pläne. Melanie Walter von der Firma De Dietrich ist unser Gast bei Frach oder Fresh. Ich bin Melanie Imler, Wirtschafts- bin De Dietrich und ich bin in der Ressource Humaine. Ich komme von Ulwiller. Wo hast du Elsassisch gelernt? Immer, wir haben noch immer Elsassisch geredet mit den Großeltern oder mit den Eltern. Und jetzt nur mit dem Schatz. Bist du frach oder frech? Ich bin frach. Oft? Nein, ich darf ja nicht time. Schloppen oder wunderschön? Ah nein, schloppen time. Enfin, wenn meine Mama das hört, das habe ich habe sie ja nicht. Wo nimmst du uns mit in Ferien? In Ferien würde ich gerne in den Schwarzwald gehen. Du hast mir immer gut und auch im Spa ist immer so schön. Ah, voilà. Computer oder Tele? Mehr auf dem Telefon. Hast du Hobby? Ich gehe reiten, 2 oder 3 Mal in der Woche. Hast du ein Lieblingswort auf Elsässisch? Krumbeere Kiefel, das macht mich immer so lachen. Was isst du am liebsten? Der Bœuf Bourguignon, wie meine Mama kocht. Mit oder ohne? Ah, mit, man weiß ja nicht. Ajo. Lieber den Fisch oder lieber den Gehen? Immer zuerst den Gehen, schauen wir nach den Fisch sind.